Servus, guten Abend, endlich wieder Mass Effect und endlich bin ich mal nicht betrunken. Ja, ich bin wohl genährt, gestärkt meine ich. Wow, ist ja doch ein bisschen laut, ey. Und ich habe keine Ahnung, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Scheiße gebaut, ey. Aber gut, das wird man schon noch sehen. Ja. Ja, und sorry, dass die Videos ein bisschen unregelmäßig kommen. Aber ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll, ey. Ich bin arbeiten, dann noch beim Sport und dann abends noch hinsetzen und zocken, aufnehmen, schneiden. Oh. Ich bräuchte einen zweiten Mann. Ganz klar. Aber gut, dafür mache ich das ja nur aus Spaß. Also bin ja hier keine Verpflichtung einher. Sonst was. Ja. Aber auf jeden Fall, Mass Effect immer noch geil. Und Dragon Ball Xenoverse 2. Also zu Let's Playen auch Bombe. Nur extrem scheiße über die PlayStation 4, dass man diese komischen, na, blockierten Szenen nicht mit aufnehmen kann. Das ist echt ranzig. Dass man das nicht ausschalten kann. Ey, das geht mir richtig auf den Puffer. Oh, nächster Schritt. Auf eine E-Mail von Knight warten. Ach. Ich glaube, ich weiß, was das war. Logbuch. Feuerwehr. Ah, da können wir nächstes Mal machen. Vault. Hawal, nee. Der alte Abschlussstelle, was gegenseitigen Gefallen die Waffen von auf Eos bringen. Die Waffen von Soka? Pack. Pibi? Ah, halt, geh mal weg hier. Ich möchte was verkaufen. Haben wir hier ein bisschen was? Händlerobjekte. Brandmuni, Alter. Ja. Das. Och. Habe ich echt so wenig Keys? Das ist ja echt. Lahm. Ah, shit. Shit. Einsatzteams. Er wird geladen. Cool. Ey, eine Trophäe erhalten. Entdecker. Ja, schön. Was haben wir hier? Machen wir das. Ja, dann wollen wir mal weiter, gell? Gegenseitiger Gefallen. Gefallen. Sackreblö, jetzt habe ich schon wieder vergessen, meine Uhr zu stellen. Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Ich spüre, wie die Geißel an dem Schiff zieht. Wenigstens bleibt dadurch Aya verborgen. Ah ja. Na dann. Wollen wir mal zurückreisen. Dann können wir auch die Moschei gleich abheben. Wir sind so sozusagen die DHL der Andromeda-Galaxie.
Ja, was für ein Quatsch. Oh. Der ist echt ein bisschen weit geflogen. Ja, ich trinke wieder Bier, aber nur eins, Leute. Nur eins. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Siehst die Muschi. Siehst die Muschi. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wieder sehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Ich hatte den schwierigsten Part, ja, aber selbstverständlich, Scott. Es war eine Teamliste. Wir waren ein gutes Team. Wir konnten noch weitere Angara befreien und eine Cat-Anführerin töten. Wir haben vieles zu feiern. Ich werde den Pathfinder zu Aryas Gewölbe bringen. Das eilt nicht. Erstmal feiern. Das hat Zeit, bis sie sich erholt haben. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht ohne unsere Hilfe. Ich werde das Gewölbe auf ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Kett. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Eine ausgezeichnete Idee. Wir schaffen mit Freuden Platz für sie auf der Nexus. Und wir richten Ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Gut gemacht, Jor. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jor, ich muss beim Pathfinder bleiben. Jor ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Ja, schön. Dann können wir hier noch ein bisschen rumsuchen, ob wir vielleicht noch was Wunderbares finden. Arangarnisches Schiff. Hey, Soka, du alter Hund. Sie sind zurück. Ja, aber leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Lieferant, Keldo, die Cat haben ihn erwischt. Danke, dass Sie mir bestätigt haben, wie er gestorben ist. Haben Sie die Vorräte? Jemand ist gestorben. Die Vorräte? Ihr Freund ist tot. Kümmert Sie das denn überhaupt nicht? Ich habe um Keldo getrauert, bevor ich Sie damit beauftragt habe, nach seinem Leichnam zu suchen. Er hat für den Widerstand gekämpft und ist für ihn gestorben. Dennoch brauchen wir das, was er uns versprochen hatte. Die Cat hatten ihre Waffen, aber ich habe sie ihnen wieder abgenommen. Ja, die gesamte Lieferung. Und Keldos Mörder sind tot. Das ist gut. Sie sind aufrichtig, Pathfinder. Und zuverlässig. Ich werde Ephra mitteilen, wie gut sie sich geschlagen haben. Sind wir schon Freunde? Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich will wirklich, dass Sie und wir miteinander auskommen. Dass wir uns gegenseitig helfen. Das haben Sie bewiesen. Zumindest dieses Mal. Ich muss die Waffen an Ihren Bestimmungsort bringen, aber Keldo würde wollen, dass ich Ihnen helfe. Ich habe einige Dinge, die Sie brauchen könnten. Und ich will Ihre Credits mit eigenen Augen sehen.
Handeln wir? Wir sind immer knapp an Ressourcen. Wenn Sie Credits akzeptieren, handle ich gerne mit Ihnen. Wir sind immer knapp bei Kasse. Das ist doch schon mal ein Anfang. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meine Waren, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Ja, also ich hätte ja eine 20 Chicken McNuggets, 3 Cheeseburger und eine fette Coke. Aber ich glaube, das wird hier nichts. Schildkröte, Fluorid, oh, Iridium. Oh. Ja, wie schön. Cadmium, Lithium, Nickel. Oh Gott. Uran, Aluminium. Der hat ja echt alles. Aber nicht wirklich, was ich möchte. Nö, danke. Noch was zum Abscannen. Scott Ryder, der DHL-Mann. Oh, what is that? Forschungszentrum. Ah, stimmt ja. Alter, nee. Sturmgewehr. Ghost? Oh yeah. Erforderlich 30. Oh. Panzerung, Alter. N7. Ah, Stufe 30. Schade, habe ich noch nicht. Ich habe keine Muni. Satellitenrelay. Hi. Pathfinder. Willkommen in der neuen Welt. Oh. Organische Wandgemälde. Ja. Leider kein Son Goku. Was sind denn hier? Nachrichtentafel? Nö. Irgendwie habe ich hier Frame Drops. Boah. What is that? Pathfinder, laut Analyse trägt diese Pflanze Früchte. Können wir sie essen? Unbekannt. Falls wir weitere Proben finden, kann ich die Daten zur Untersuchung an Dr. Tipero schicken. Okay, machen wir. Wir suchen alles. Wir durchsuchen alles. Präsentationsständer. Ich habe auch einen Präsentationsständer, Alter. Ja. Was haben wir hier? Ladies. Oh, what is that? Bewässerungseinheit. Okay. Schnelle Reise. Nein. What? What? Wo? Oh. Warte mal.
Hallo? Ja, Quatsch nicht. Mein Gott, ey. Hallo, ich hab Probleme. Pathfinder, wie Sie sich sicher vorstellen können, hat Ihre Ankunft hier die Bewohner Ayas beunruhigt. Trotz allem, was ich getan habe? Es wird noch lange dauern, bis sie Fremden wieder vertrauen können. Ja, und genau deshalb wollen sie, dass die Nexus ihnen zuhört. Wir haben in der Stadt Terminals aufgestellt, an denen die Einwohner Nachrichten an die Nexus hinterlassen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn sie sich die Zeit nehmen und diese Botschaften an ihre Leute weiterleiten würden. Alter, ja, machen wir. Nun, da Sie hier sind, müssen wir unsere Gesetze überarbeiten. Wow. Wir sind ja auch so eine schlimme Buben. What is that? Eine Konsole? Eine PlayStation 4 oder what? Okay. Die Moschei wird beim Gewölbe auf Sie warten. Danke. Aber da ich schon mal hier bin, können wir uns vielleicht unterhalten. Natürlich. Das bin ich Ihnen schuldig. Wissen Sie, als ich Sie damals durch unsere Stadt geführt habe, war ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Aber Sie haben mir bewiesen, dass meine Zweifel unberechtigt waren. Nein, mehr als das. Sie hätten die Gefangenen nicht vor dem Aufstieg retten müssen. Ich frage mich, ob Ihnen überhaupt bewusst ist, wie viel uns das bedeutet. Na, das ist ein Geben und Nehmen, würde ich mal sagen, ne? Und wir haben einen gemeinsamen Feind, und zwar die Cat. Und warum sollte man da nicht zusammenhalten und die Beste daraus machen, gell? Wir sitzen alle im selben Boot. Richtig. Die Initiative will Ihnen helfen. Und ich will daran glauben. Sie sind vollkommen anders als die Cat. Was kann ich für Sie tun? Ah, oh, zieh dich aus. Nein, Scherz. Ihr Volk verehrt die Moschei. Was hat sie getan, um sich diese Bewunderung zu verdienen? Nach dem Auftauchen der Geißel lag unsere Zivilisation in Trümmern. Diejenigen, die den Wiederaufbau leiteten, waren Denker, Experten und Erfinder. Die Moschei ist die brillanteste Wissenschaftlerin unserer Generation. Sie hat uns in ein neues Zeitalter technologischer Innovationen geführt. Und als die Kette angriffen, hat sie ihre Technologie studiert und ihre Taktiken ergründet. Ihr Volk hat sein Überleben ihr zu verdanken. Wir haben ihr alles zu verdanken. Und wir werden auch alles tun, um sie zu beschützen. Ich habe einige Fragen über ihre Kultur. Ich werde sie Ihnen gerne beantworten. Aya scheint für die Angara eine besondere Bedeutung zu haben. Aya ist ein Paradies. Diese Welt ist ein Geschenk. Wir haben die Vessal eingeführt, damit irgendwann jeder diesen Ort erleben kann. Wenn auch nur für kurze Zeit. Die Vessal? Die Zeit der Veränderung. Ayas Ressourcen sind zu begrenzt, als dass unser gesamtes Volk hier leben könnte. Deshalb erhält jeder von uns das Privileg, einige Jahre auf Aya verbringen zu dürfen. Und wenn unsere Zeit um ist, machen wir Platz für jemand anderen. Dieser Kreislauf wiederholt sich unser ganzes Leben lang. Werden Sie auch irgendwann gehen müssen? Ja, irgendwann schon. Aber im Moment werde ich auf Aya gebraucht. Mir ist aufgefallen, dass Sie, Ephra und Jarl, alle auf unterschiedliche Weise sprechen. Als die Geißel erstmals zuschlug, gab es viele angaranische Welten. Sie waren jahrhundertelang voneinander abgeschnitten. Aus diesem Grunde haben sich unsere Kulturen und unsere Sprache unterschiedlich entwickelt. Ephra wurde auf Vold geboren
Jarl auf Haval. Und Sie? Meine Heimatwelt wurde von den Kett zerstört. Die Überlebenden waren gezwungen, von dort zu fliehen. Letzten Endes fanden wir dann auf Aya Zuflucht. Meine Familie hat mitgeholfen, diese Welt zu besiedeln. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber das hier ist doch nicht Ihre einzige Stadt, oder? Natürlich nicht. Es gibt sowohl auf Volt als auch auf Haval mehrere große Bevölkerungszentren. Und hier auf Aya gibt es ebenfalls zahlreiche weitere Ansiedlungen wie diese. Stehen diese Orte Besuchern offen? Irgendwann vielleicht. Ja, Aphra. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen, mich mit Aphra gutzustellen. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Das würde mir meine Arbeit deutlich erleichtern. Manchmal scheint es, als würden Sie überhaupt nicht miteinander auskommen. Und dann wiederum... Er ist ein brillanter Taktiker und inspirierender Anführer. Wir sind uns nur einfach nicht einig darüber, was für unser Volk das Beste ist. Ihr denkt, Geheimhaltung und Isolation würden uns schützen. Und was denken Sie? Dass wir die Kett nicht allein besiegen können. Ebenso wenig wie Ihre Initiative. Warum? Okay, habe ich wahrscheinlich nur falsch verstanden. Also, was machen Sie, wenn Sie sich hier amüsieren wollen? Das Tavetan ist ein beliebter Ort, um seine Freizeit zu verbringen. Bier trinken. Okay, aber was unternehmen Sie denn so? Sie können ja schlecht die ganze Zeit arbeiten. Bier trinken. Produktivität ist die beste Art der Entspannung. Und außerdem hervorragend geeignet, um extrem gestresst zu werden. Sie klingen wie meine 10 Brüder. Wow. Sie haben 10 Brüder? Und 8 Schwestern. Ach du Scheiße. Zum Glück ist es Ihnen nicht gestattet, mich bei der Arbeit zu stören. Ja, schön. Der Widerstand. Boah, müssen wir wirklich alle durchgehen? Persönliche Beziehung. Nee, komm. Nee. Ich habe den Eindruck, es gibt Spannungen zwischen Ihrer Regierung und dem Widerstand. Wer von Ihnen hat tatsächlich das Sagen? Aphra gibt gerne Befehle. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem die eigentliche Arbeit bei der Verwaltung einer Stadt beginnt. Der Widerstand ist gut darin, uns vor den Kett zu beschützen. Aber unser Volk braucht mehr. Ich weiß inzwischen, wie weit ich Aphras Wunsch nach Kontrolle nachgeben kann, ohne dadurch meine eigene Position zu schwächen. Wie ist es, für einen ganzen Planeten verantwortlich zu sein? Ich nehme an, so ähnlich wie der Pathfinder zu sein. An manchen Tagen ist es eine Bürde. Die meiste Zeit über weiß ich aber, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte. Und wie sind Sie Gouverneurin geworden? Werden Ihre Anführer durch Volksabstimmung gewählt? Wenn Volksabstimmung bedeutet, dass man so lange lautstark debattiert, bis nur noch ein Kandidat übrig bleibt, dann ja. Ich habe dieses Amt inne, weil ich bereit war, die damit verbundenen Verpflichtungen auf mich zu nehmen und dafür zu kämpfen. 10 Brüder und 8 Schwestern. Sie haben eine ziemlich große Familie. Eigentlich nicht. Wie viele Geschwister haben Sie denn? Keine. Nur eine Schwester. Sarah. Oh. Connor. Was ist mit den anderen geschehen? Nichts. Unsere Eltern hatten nur 2 Kinder. Diese Versager. Das klingt erholsam. Bei unseren Familientreffen ist es so laut, als würde man direkt neben dem größten Wasserfall auf Aya stehen. Meine Mutter behauptet sogar, ich wäre nur Gouverneurin geworden, damit mir die Leute zuhören müssen. Und? Hat sie recht? Sie hat immer recht. Ja, schön. Persönliche Beziehung. Ach, ey, ich hab echt keinen Bock da zu flirten. Ohne Witz, ich will Cora haben. Cora. Na los, auf Wiedersehen. Danke für Ihre Zeit. Ishare, Pathfinder. Was? Kannst du nicht Deutsch sprechen, Alter? Gib deine Kiezklatsche. Du kleines Stück. Hier können wir da lang. Nee, hier können wir nicht raus. Schade. Dann nehmen wir hier Tier raus. So.
Hallo? Hallo? Ich bin der Pathfinder. Hallo? Ich scanne alle ab. Hallo? Eieieiei. Die holographische Nachrichtentafel. N24. Wow! Sieht nicht sonderlich hart aus. Na, wenn du wüsstest, Kleine. Ja, was denn? Oh. Gesucht Techniker. Sieht echt schön hier aus, gell? So. Ja. Die haben echt verdammt große Türen. Oh, what is hier? Oh, guck mal, Pibi, Alter. Du Kleine. Hat die gesoffen oder was? Machen Sie sich mit unseren neuen Nachbarn vertraut? So in etwa. All dieser Kram. Die Angara haben so eine reichhaltige Kultur und bla bla bla. Hä? Was ist los? Geht's Ihnen gut? Ja, alles in Ordnung. Es ist nichts. Ich war in diesem Café, das die Angara als Bar ausgeben, und hab ihr stärkstes Zeug bestellt. Es war komisch, was ich mag, hatte aber fast keinen Wumms. Diese Schwächlinge. Wow. Sachte. Das Zeug wird offenbar nur langsam resorbiert. Ups. Ach, Ryder. Es ist nur, dieses Museum erinnert mich an meine Studienzeit auf Haitiana. Es gibt hier einen ganzen Bereich über die Relikte. Ich bin noch nicht nach Andromeda gekommen, um in anderer Leute Fußstapfen zu treten. Keine Sorge, Pibi. Die Angara wissen längst nicht alles. Klar, sie leben zwischen den Ruinen, aber vieles von dem, was wir schon jetzt gesehen haben, ist ihnen unbekannt. Hm, Sie haben vielleicht recht. Ich wette, niemand ist je einem uralten Gewölbereinigungsfeld entkommen, hm? Nein. Oder hat diesem Archon in die eklige Suppe gespuckt und es überlebt. Das war übrigens gute Arbeit. Danke. Ach, Sie haben recht. Ich weiß nicht warum, aber seit ich meine Wohnung auf der Nexus aufgegeben habe, bin ich irgendwie dünnhäutig. Aber egal was es ist, eins verspreche ich Ihnen, ich werde es rapsap überwunden haben. Rapsap? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ach, warte mal. Schon okay, Pibi. Wir alle müssen hier und da mal ein bisschen ausflippen. Sie sind sehr verständnisvoll und attraktiv. Eine gute Kombination. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile Teil Ihres Teams. Das will ich dir auch raten, ne? Das will ich dir raten. Und wie immer, wer lesen möchte, bitte auf Pause drücken. Ich habe schon so viel über Sie gehört. Haben Sie auf Eos wirklich ein Gewölbe betreten? Ja. Unglaublich. Das hätte ich gerne gesehen. Sie arbeiten also hier. Man sieht sich. Ach. Sind Sie auch eine Artefaktjägerin wie Avella? Ehrlich gesagt habe ich als Technikerin angefangen. Die Moschei hatte ein Reliktschiff entdeckt und brauchte meine Hilfe, um dessen Verschlüsselung zu knacken. So kam ich schließlich in den Speicher und bin seitdem für die Datenverschlüsselung zuständig. Sie arbeiten also hier? Ich nehme an, Sie arbeiten hier? Ja, Nellen und ich sind Avelas Assistenten. Es war nicht ganz leicht, sich daran zu gewöhnen. Wieso?
Avela ist deutlich jünger als der vorherige Kurator. Sie hat viel mehr Energie. Ich muss sie hin und wieder daran erinnern, auch mal Pause zu machen. Sie liebt ihre Arbeit mehr, als gut für sie ist. Ob der zu gut ist? Dann will ich sie mal nicht länger stören. Länger stören, länger stören. Ich will sie nicht mehr länger stören. Bitte gehen Sie aus dem Weg. Irgendwann ist es zu spät. Präsentationsständer. Ja. Hier ist nichts. Oh. Ja. Hä? What did? Guck mal, wieder ein Präsentationsständer. Du da. Oh, Sie sind das. Ich habe Ihre Landung mit angesehen. Ich hoffe, Sie nennen mich jetzt nicht mehr S. Oh, Sie haben das gehört. Ich entschuldige mich. Das war unhöflich von mir. Ja, entschuldige dich. Entschuldige dich. Welche Aufgaben erfüllen Sie hier? Ilin und ich helfen Avela bei ihren Studien. Mein Spezialgebiet ist die Restaurierung. Dank Ihnen sehen die Artefakte also wieder wie neu aus. Nun, soweit es eben möglich ist. Aber ich kann auch keine Wunder vollbringen, selbst wenn Avela das gerne behauptet. Sie lobt Ilin und mich gegenüber jedem, dem sie begegnet. So eine Vorgesetzte hatte ich noch nie. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Ja, sehr schön. Wer schön, Sie wiederzusehen. Ach ja. Wissen Sie etwas über Welltech? Beeindruckendes Museum. Ziemlich interessant hier. Es ist praktisch mein Zuhause. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte hier einziehen. Aber wir haben noch viel zu tun. Eines Tages werden hier überall Artefakte aus der Vergangenheit stehen. Und jedes wird eine Geschichte erzählen. Und mein Volk wird herkommen, um zu lernen und um sich zu erinnern. Sie schaffen das. Wenn ich hart genug dafür arbeite, dann schon. Na klar, warum nicht? Ist es normal, in Ihrem Alter schon so viel Verantwortung zu haben? Ich bin nicht jünger als Sie. Und Sie sind ein Pathfinder. Ich habe den Job gewissermaßen geerbt. Genau wie ich. Ich war Schülerin des vorherigen Kurators. Meine Aufgabe bestand darin, ihm Artefakte von anderen Welten zu bringen. Als er sich zur Ruhe setzte, habe ich seine Stelle irgendwie übernommen. Vermissen Sie die Jagd auf Artefakte? Manchmal. Aber meistens bin ich zufrieden damit, dass ich mehr Zeit mit jedem Stück verbringen kann. Und wir sind 600 Jahre alt. Haben Sie sich schon immer für Geschichte interessiert? Oh ja. Als ich jung war, habe ich Muscheln ausgegraben und so getan, als wären es antike Rüstungsteile. Ich hatte schon immer viel Fantasie. Außerdem hatte ich nur 14 Geschwister, da fühlt man sich oft einsam. 14? Das ist Wahnsinn. Warum? Wie viele haben Sie denn? Nur eins. Oh, das ist ja furchtbar. Tut mir leid. Krass. Ja, warum nicht? Ich sollte jetzt gehen. Kommen Sie bald mal wieder vorbei. Klar, Schätzchen. Nur für dich. Okay. Was haben wir hier? Okay. Was haben wir da? Nix. Ja, Botschaft. Was denn? Hä? Oh, hier ist doch nichts. Hä? Ja, wir machen das ja schon. Ja, ist ja gut, Mann. Ryder, Sie werden gerade von einem Angara in der Nähe detailliert gescannt. Dann sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Hallo? Ich arbeite. Ich weiß, aber... Geil.
Wow, Sie sind echt unhöflich. Na? Na komm. Sie scannen den ersten Alien-Besucher auf Aya, ohne um Erlaubnis zu fragen, und ignorieren mich dann? Ach, kommen Sie schon. Neugierde schließt nicht zwangsläufig den Wunsch zur Interaktion mit ein. Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrum-Analyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Wonach suchen Sie? Suchen Sie nach irgendwas Bestimmtem? Wir sind uns äußerlich in vielen Dingen ähnlich. Ich will herausfinden, ob dasselbe auch innerlich gilt. Na klar, ich hab ein Herz und du eine Ölpumpe. Was los, Alter? Ich kann gut verstehen, dass Sie neugierig sind. Scannen Sie mich ruhig. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie damit einverstanden sind. Tja, ich stecke eben voller Überraschungen. Das stimmt allerdings. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Besser, als Sie denken. Ich kam gemeinsam mit meiner Familie in diese Galaxie. Mein Vater starb am Tag unserer Ankunft. Aber Sie setzten sein Vermächtnis fort. Letzten Endes wusste er das. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben? Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel. Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Oh, die ist echt nicht gerade nett. Oh, sorry. Botschaft des Widerstandes an die Nexus. Ah, guck mal. Früchte. Noch mehr Früchte. Mach auf, die Lumpen! Und warum kommen wir da nicht durch, ey? Das verstehe ich nicht! Wow, ja, sorry, ich muss hier kurz durch, ich bin Arzt. Botschaft! Danke! Weiter! Ja, komm. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morsha jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es Ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renard. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Wo ich herkomme, lautet das oberste Gesetz beim Handel, nicht betrügen. Ist das hier anders? Ich vermute, wir definieren Betrügen unterschiedlich. Ob etwas Unrecht ist, hängt stark von der jeweiligen Perspektive ab. Verurteilung und Bestrafung. Wer entscheidet, was mit Leuten geschieht, die gegen das Gesetz verstoßen? Das hängt von der Schwere der Tat ab. Kleinere Vergehen kläre ich direkt hier vor Ort. Schwerwiegendere erfordern ein Tribunal. Oh, in Ordnung. Was muss ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf.
Von ihnen erfahren sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Okay. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Haut rein. Tschüss, euer Scott Ryder.